Willkommen zu No Man's Sky, einem Spiel, was ich niemals erwartet habe, dass ich mir das mal holen sollte. No Man's Sky ist ja verdammt krass gefloppt, weil es super overhyped war und sich jeder darauf gefreut hat und dann die meisten Versprechen einfach nicht eingehalten wurden. Die meisten Features waren gar nicht mit drin. Und ja, man hat gedacht, mit No Man's Sky ist jetzt vorbei. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her. Seitdem hat sich sehr viel getan. Es gab ein Update, was No Man's Sky Next hieß, was ich nicht wirklich verfolgt habe, aber ich habe gehört, das Spiel soll sehr krass sich verändert haben. Und jetzt gab es noch ein weiteres großes Update. Dazwischen kam noch irgendeins, das weiß ich aber vom Namen her leider nicht mehr. Jetzt kam aber ein Update, was Beyond hieß oder heißt. Und damit soll das Spiel komplett eine 180-Grad-Wende gemacht haben. Also nochmal neue Sachen. Es soll ein No Man's Sky 2.0 sein. Und da bin ich echt gespannt und das hat mich neugierig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, warum machst du nicht daraus eine ganze Reihe? Also das hier wird nicht nur ein Video von No Man's Sky, sondern eine ganze Reihe. Das heißt, jeden Tag kommt eine Folge, nicht wirklich lang, 15 Minuten werden es sein, glaube ich. Und ja, das wird so eine Art Quatsch-Farming-LP, sage ich jetzt mal. Ich habe auch gehört, es gibt eine Story, aber das ist alles so Nebensache, sage ich jetzt mal. Und welchen Schwierigkeitsgrad nehmen wir? Ah, okay, gut, kreativ ist kein Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen auf jeden Fall nicht dauerhafter Tod. Das wäre ein bisschen schade, aber wir nehmen Überleben, glaube ich. Weil ein entspanntes Erkundungserlebnis wollen wir jetzt nicht haben. Wir wollen schon ein kniffliges Überlebenserlebnis haben. Deswegen gehe ich mit Überleben. Ich weiß nicht, was mich erwartet in diesem Spiel. Ich habe mir nichts angeguckt, außer diese Infos, dass ich sehr viel getan haben soll. Okay, No Man's Sky. Da sind wir... Oh, wir bewegen. Oh, okay. Aha. Okay, muss ich mich irgendwie bewegen oder so? Nee. Fortschritt 22%, was? Was passiert hier? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Vielleicht soll ich einfach warten. Ich glaube, das sind nämlich Planeten, die Leute entdeckt haben, die sie auch dann benannt haben. Sehr stilistisch benannt haben. So Kolpas Nabrit oder Dai-UJ6. Ja, na gut. Okay, es geht los. Initialisierung. Viereck. Wir sind auf Hand Minoris. Da steckt das Wort Mino drin. Okay. Okay, ein Luftschubjetpack haben wir. Okay. Neue Entdeckung. Biom sonnig, Wächter unerschütterlich, reichlich, umfassend und es wird hier irgendwie... Es wird hier ganz schön warm. Ich will nicht, dass es warm wird. Hilfe. Was? Der Scanner... was? Der Scanner ist ein eigener Oberflächenradar. Er setzt einen hoch... Wow, darf ich jetzt mal... Okay. Hoch... energetischen Puls frei, der lebenswichtige Ressourcen in der direkten Umgebung anzeigt. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Wir brauchen Ferritstaub. Teste den Scanner. Sammle Ferritstaub für die Reparatur. Au! Ja, wie komme ich denn... Ich will doch gar keine Hitze. Hilfe! Was ist das da? Okay, das ist Ferritstaub. Au! Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich will nicht irgendwo hin, wo es heiß ist. Ah. Leute, ich sterbe hier gleich. Was ist denn das für ein Anfang? Was ist denn das für ein Anfang? Extreme Hitze.
soll ich denn machen? Extrahiere Feldstaub, indem du kleine Felsen schießt. Drücke R2 Minenlaser. Okay. Aha. Oh Mann, Leute. Okay, ich krieg Ferritstaub. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch, ich hab doch hier gar kein Hitzeschild oder sowas in der Art. Oh, Leute, ich werde jetzt sterben. Das war's mit No Man's Sky. Geiler Anfang. Wir sind auf einem Planeten gestartet, wo wir nicht überleben können. Finde ich ja extrem cool. Ist nice. Macht auf jeden Fall Sinn. Und tschüss. Also, wenn ich auf einem Planeten spawne, wo ich direkt am Anfang Schaden bekomme, ist das schon ein bisschen komisch, oder? Wie, ich krieg ja hier immer noch... Ach, Leute. Wartet mal. Moment, Moment, Moment. Anleitung. rumkommen. Nee. Nee. Nee, auch nicht. Erstmal Option. Ich möchte nämlich wissen. okay. Wie kann ich denn verdammt nochmal auf Ego-Perspektive schalten? Das geht nämlich auch, oder? Blick neu zentrieren, Entdeckungen, Optionen. Okay. Inventar überspringen. Okay, das ist also auf Tab. Zoomen. Umsehen, bewegen, scannen. Nächster Begutachtungsmodus? Was ist das vielleicht? Der nächste Begutachtungsmodus? Ich weiß es nicht. Ich probiere mal was aus. Nee, das war's auf gar keinen Fall. Gut. Meilensteine. Ach du Heiliger. Ja, okay, cool. Unbekannter Planet. Wo sind wir denn drauf? Wir sind hier drauf, wa? Ich weiß es nicht. Lade die Entdeckung hoch und erhalte 10 Nanitaufen. Alle zu diesem Planeten gesammelten Informationen anzeigen. Gib deiner Entdeckung einen Namen. Will ich... was ist denn Epusi Ostova? Okay. Ist wahrscheinlich... Ach, das ist das ganze System hier, ne? Ah, okay, verstehe. Okay, man kann also diesen Namen hier... Ich würde den einfach nur nervige Spawn Area nennen, ja? Keine Ahnung. Okay, was gab es jetzt noch für Optionen? Einmal noch die Taste. Okay, probieren wir das mal. Nee. Nee. Okay, wir müssen uns anscheinend beeilen. Dann beeilen wir uns mal. So, hab's geschafft. Repariere den Scanner. Okay, halt, greife. Okay. Scanner. Okay, scanne mit L3.
Okay, wir brauchen Natrium. Da ist Natrium. Lade Gefahrenschutz auf. Ah, okay. Gefahrenschutz. Wo ist denn der Gefahrenschutz da, ne? Aha. Ah, jetzt heißt verstanden. Exo-Anzug in deine Umgebung oder so, okay. Ich verstehe. So langsam habe ich den Dreh, glaube ich, raus. Aber unser Laser. Ach, Scanner wird aufgeladen. Oh. Okay, Moment mal. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Hä? Wieso? Aufladen. Technologie verschieben, okay. Exo-Anzug, Raumschiff, was? Okay, keine Ahnung, was damit jetzt gemeint ist. Achso, wir müssen das Jetpack nutzen. Achso, ich muss jetzt das markierte Signal erreichen. Ah. Aber ich wollte doch eigentlich... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich will mein Mini-Inventar öffnen. Wie geht denn das? Da. Okay, perfekt. Kann ich das nochmal machen? Oder habe ich dafür nicht genug? Ah, ich habe dafür nicht genug. Okay. Gut, ich hab's, glaube ich, so ein bisschen kapiert. Also wir sollten jetzt erstmal rennen. Kann ich denn überhaupt irgendwie... Ah, so kann man nicht rennen. Okay. Konnte man das nicht nur in der Ego-Perspektive spielen? War da nicht irgendwas... Da ist Natrium. Das ist komplett Absicht, dass wir auf Überleben schon an einen Ort spawnen, der für uns gefährlich ist. Finde ich auf Anhieb gar nicht mal so schlecht eigentlich. Weil man kann es ja schaffen, man hat es ja gesehen. Es geht ja. Lauf, mein kleiner Astronaut. Okay, ich muss mal ganz kurz nochmal hier aufladen. Warte mal, kann das auch mit anderen Sachen aufladen, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das geht... Ah, okay. Cool. Komm, so ein paar Sachen können wir noch mitnehmen hier. Das ganz viel H, das O2, da ist noch Natrium. Ist hier noch Natrium irgendwo in der Nähe? Ich glaube, wir sollten uns mal das Natrium noch mal schnell schnappen. Oh, das ist ja hier, guck mal. Nice. Falsche Taste. Ist die Musik eigentlich zu laut oder geht das klar? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nicht ins Raumschiff, aber okay. Atlasverbindung unregelmäßig, okay. Alles wahrscheinlich offline, ne? Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder, ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen. Die Steuerung reagiert auf meine Berührung. Oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot. Und dieses Schiff ist eine Rettungsleine hinauf zu den Sternen. Protokoll lesen, Exo-Anzug verbinden. Nicht verfügbar. Okay, keine Daten. Ne, Daten werden ersetzt. Exo-Anzug.
verbunden. Vorschlagpilot sollte Wartung durchführen, gewünschten Reparaturweg auswählen. Selbstgesteuerte Reparatur eingeleitet. Okay, perfekt. Sorgt für den nötigen Flugantrieb im Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. Okay. Interessant. Steigen wir mit Fake aus. Okay, Metallgehäuse. Sammel Ferritstaub, habe ich. Inventar. Ah, okay. Nee, das muss ich jetzt erstmal herstellen. Was ist damit jetzt hier? Okay, keine Ahnung. Jetzt brauche ich noch ein hermetisches Siegel. Oh, da fliegt einer. Ist das ein anderer Spieler? Teilweise abgeschossen. Betritt das Schiff und sieh die Diagnose an. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das mit den ganzen Diagnosen-Zeugs, das machen wir dann. Obwohl, komm, das machen wir noch hier schnell. Okay, die Nummer lese ich jetzt nicht vor. Aber es ist funktionstüchtig. Und das Raumschiff ist schwer beschädigt und verzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht ihr wisst schon. Der An Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Oh, Planetkarte aus Notruf sind. Ah. Das hier soll ich also. Sagen bei Grenz. Was? Schichtablösung wahrscheinlich. Schiff geleert. Grundwächterintervention, bewusste Übertragung. Neue Interaktion. Okay, alles klar, Übertragung. Ein rotes Licht füllt meine Sicht aus. Ich sehe nur mehr Purpur. Und dann verblasst es. Die Farbe verblasst und die Worte, die ich so klar hörte, verhallen. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Oh, ich glaube, die Hitze hört. Ne, die Hitze hört nicht auf. Okay, Planetenkarte. Was soll ich damit machen? Viereck. Oh, okay. Kriege ich jetzt Schaden währenddessen? Atlas Pass 1 benötigt, okay. Was ist damit? Dafür brauche ich auch irgendwas. Eingabeterminal. Natrium und chromatisches Metall. Okay. Interessant, was man alles braucht. Das kann ich aber bitte. Das kann ich öffnen, oder? Ach, das kann ich. Ah. Ich kann es entweder mitnehmen oder im Raumschiff bergen. Ich verstehe. Okay, wir brauchen jetzt aber noch Natrium. Wo finde ich jetzt hier noch Natrium? Natrium! Ich brauche. Da. Da ist Natrium. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt aber wirklich, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge von No Man's Sky. Ich glaube, das mit diesen ganzen Quatschen und entspannten Spielen, das kommt alles nach und nach. Jetzt der Anfang ist ein bisschen Story, das ist klar. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir das jetzt noch hier überleben werden. Ob wir genug Natrium finden, um unsere Tanks aufzufüllen. Es ist wirklich sehr überlebenslastig. Finde ich gut. Macht auch eigentlich Spaß. Hab mich am Anfang nur gewundert, wie ich das machen soll. Aber ich glaube, das ist normal. Gut, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis morgen zu No Man's Sky Beyond.